Hallöchen, hier einmal ganz kurz gezeigt, nochmal mein C128. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mir Diagnose-Cartridges für den C64 oder C128 brennen oder basteln. Bei dem C128 brauche ich das gar nicht. Der ein oder andere wird es schon gesehen haben. Hier steckt ein ROM drinne, ein 256 Kilobit ROM. Ein D27C256 von Intel. Da habe ich was Schönes drauf gebrannt. Das steckt hier in U36. Das ist das Function-ROM. Und was ich da drauf habe, der eine oder andere kann sich jetzt bestimmt denken. Und zwar das Diagnosemenü, weil ich wollte den ja mal mit einer Diagnose durchlaufen lassen, ob der noch irgendwo Probleme hat. Und ein bisschen googeln hat mir die erstmal diese ROM-Dateien zutage gebracht. Und ich habe erfahren, dass man das auch in das Diagnose oder in dieses Function-ROM, besser gesagt, in diesen Slot reinstecken kann. Das ist ganz gut, dann brauche ich nicht über den User-Port gehen. Und das läuft jetzt eine ganze Weile durch. Allein schon mit dem RAM, das dauert relativ lange, aber man sieht schon unten die Timer 00019 AM und nochmal 00019 AM. Die beiden laufen synchron, das heißt, die beiden CIEs sind in Anführungsstrichen okay. Der Timer funktioniert. Er wird natürlich jetzt Probleme haben gleich mit dem Kassettenport, mit dem Userport, mit dem Joystick, mit der Tastatur. Ich glaube, Interrupt auch noch. Serialport ist auch. Da wird der Bad, also falsch oder defekt anzeigen. Aber das ist normal, weil ich nicht dieses Diagnostik-Harness habe. Das könnte ich mir dann mal bei Gelegenheit basteln, wenn ich denn die passenden Stecker habe. Muss ich mal gucken, wo ich die noch bekomme. Vor allen Dingen für den Userport und sagt schnell Kassettenport. Für Tastatur habe ich einen Stecker. Da kann ich mir was basteln. Ja, und das läuft jetzt eine ganze Weile durch. Man sieht schon unten, es springt 1,22 AM und 1,22 AM. Es läuft durch, also es funktioniert. Es ging mir hier vor allen Dingen um den RAM. Und ich weiß nicht, ob das im 80-Zeichen-Modus auch läuft. Ich kann es probieren. Dazu müsste ich nur einmal den RGBI reinstecken. Und mit RGBI, da muss ich mal gucken. Ich habe hier ein Dings. Läuft da jetzt? Aber das Ding ist nicht so gut. Ich habe hier so ein, mal hier das Licht hin, SCART to HDMI. Allerdings hat das nur Komposit und ob das jetzt RGB hat, weiß ich nicht. Da sieht man schon Bad, 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 Interrupt, Bad, Tastatur ist open, Control, Serial, User Port ist klar. Aber RAM und so weiter ist okay. Kernel, Basic und so weiter. Ihr habt es gesehen. So, aber ihr habt es gesehen, das läuft durch. Hier oben hängen Kopfhörer, weil ich habe das am Kopfhörerausgang dran, ne, den Fernseher. Oder die Kopfhörer an den Kopfhörerausgang vom Fernseher, besser gesagt. Weil dann höre ich den Ton besser als über diese eingebauten Boxen. Ja, Fokus, spiel nicht verrückt. Aber das eröffnet doch sehr viele Möglichkeiten. Wenn ich hier mir in diesen ROM zum Beispiel ein bestimmtes Spiel oder was reinbrenne. Natürlich ist das jetzt ein bisschen umständlich, den immer löschen, neu brennen und dann da rein. Da sind die Cartridges, die man hier hinten reinsteckt, von hinten besser. Aber man sieht's, er sagt mir jetzt U1 Bad, U4 Bad, das sind die CIEs. 65, 26, 65, 81, U5 auch Bad. 65, 81.
Oh, 6581. Das ist doch der. Ach so, ja, das ist der SID wegen dem Control Port. Ansonsten, Speicher ist soweit okay. Gut, das wollte ich nur mal kurz zeigen.